In Zukunft werden wir jetzt hier Uhren auf dem Kanal vorstellen. Sagen so, ach, das habe ich im Weihnachtsschlussverkauf gefunden. So teuer ist es gar nicht. Wo jeder von uns hier, jeder einzelne. Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum 5000 Abonnenten-Special. Yay! Yes! Ah ja, richtig. Prost. Heute mal kein Sekt, ne? Nee. Sekt macht doof im Kopf. Ich komm nicht zurück ins Spiel. Warum denn nicht? Völlig klar, du bist einfach zu dick dafür. Die lassen dich halt nicht rein, weil du zu schwer bist. Der Planet würde Unwucht bekommen, das geht nicht. Der ist heute so charmant. Okay, jetzt haben wir 0 Meter geschafft. Und sie fällt auseinander. Wieso kann die Kapsel explodieren? Das hat mir niemand gesagt. Wieso kann die Kapsel explodieren? Das ist eine verschissene Kapsel. Lass euch nicht rein. Warum die so durchladen? Stößchen! Willkommen zurück on the Flight Deck. Seewolf. Kampfschiff. Seewolf. Kampfschiff. State your name. Reicht. Das ist okay. Ja, also irgendwie, okay, ein Buchstabe reicht. Sicherheitscheck. Okay. Ja, genau, das ist ein imperialer Code. Ja, die tun immer so, als wären sie eine Katze und dann beißen die den Kopf ab. Kitty, Kitty, Kätzchen. Nee, ey, komm. Kitty, Kitty, Kätzchen. Alter, ey, guten Morgen, Weasen. Fällt dir gerade zufällig ein, was das letzte Mal passiert ist, als sie eine Katze gesucht haben? Kitty, Kitty, Kätzchen. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Es ging genauso schief. Ey, ich bin sowieso gleich. Geh doch zur Katze. Wunderschönes Schiff, ganz toll, Redesign gefällt mir auch gut. Es passt mir nicht, was diese Hornet da draußen treibt. So, 1, 2, 3, Konzentration. Atmen. Weg damit. So. Herzlich willkommen zum Star Citizen Verse Report, zum Citizen Star Star. Zur. Herzlich willkommen zum Star Citizen Verse Report. Zum. Zur. Nee, zum Star Citizen. Zum. Was ist das? Was ist das denn? Wer hat denn das Handy da angelassen? Ey, Weasen, du sollst zum Dönerstand kommen. Warum denn? Weil deine Mutter sich nicht mehr dreht. Boah, das sieht gut aus. Hier, oben. Das sieht gut aus. 94, 95, 96, 97. Oh, wir schießen in den Himmel. Wir überwinden die Schwerkraft. Wir sind die Ersten in Space. Vor Sawyer noch. Das ist wahrscheinlich, aber weißt du, was mir ein bisschen Sorgen macht? Also irgendwie, ja, mit so unserem Saturn 5-Raketenantrieb sollte man vielleicht irgendwie dann doch ein bisschen mehr machen als so 10 Meter die Sekunde. Ich meinst, das reicht nicht? Doch, das reicht. Ich kann ja schon mein Haus von dir sehen. Ja, langsam, oder? Na, das guck mal, es wird immer schneller. Immer schneller und immer schneller und hoch hinaus. 400 Meter! 450 Meter! Er zeigt uns hier an, wann wir quasi die Strecke erreicht haben, oder? Steht in die Atmosphäre? Ja. Ist das geplant? Selbstverständlich. Oh, der Fuchs. Ja, zweite Stufe. Und der beschleunigt auch noch. Und wir haben einen Kilometer. Es kommt mir wahnsinnig wenig vor. Hast du eine Ahnung? Mr. Kerman, keine Panik. Die Schwerkraft hat keine Chance. Guck mal, er freut sich. Bist du sicher, dass das halt irgendwie... Nee, das. Guck mal, wir sind doch langsam. Guck mal, wir steigen schneller. Immer schneller, immer schneller. Ja, wir kriegen nichts anfassen. Kriegen wir so einen Schlag da irgendwie? Nein! Oh Gott, per Handsteuerung? Oh. Wir haben es doch fast. Nein, die andere Richtung! Die Richtung! Andere Richtung! Ups. Einer geht noch. Ja, genau. Einer geht noch. Immer rin in den Kopf. Ja, so schön. In jedem Fall haben wir auch noch mehr für euch vorbereitet. Und zwar Dinge, die es eigentlich niemals online schaffen sollen. Oh fuck. Sie haben unsere Spiegelbilder. Sie haben unsere Spiegelbilder, die Schweine.
bei der Gemeinarztpraxis Dr. Wiesen. Wie behandeln Sie, wie operieren Sie? Auch Schönheitsoperationen sind im Programm. Das ist ein Flash-Nummer halt eben quasi mitgestaltet. Läuft nicht. Überhol sie! Ja, also ihr merkt schon halt so, die beiden sind heiß, ja. Also Pferde sind auf jeden Fall, was den Motor dieser beiden Leute hier zum Schieß sie ab! Bringt. Tackle sie down! Ja, das kann man nicht. Guck mal, sie ist in der Umlaufbahn! Die scheiß Rakete ist in der Umlaufbahn! Warum ohne uns? Hast du eine Ahnung, wie man den Fallschirm aufkriegt? Wieso? Den Fallschirm hast du vorhin abgebaut. Ach, für die Antenne, richtig? Ja. Ja, Carmen, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Kommt dir bekannt vor? Die gute ist, die Umlauf alles erreicht. Die schlechte ist... Ohne dich! Hallo Leute, hier meldet sich Sawyer bei euch mit einem News Crash, dem neuen Format auf dem Crash Academy Channel. Wir werden euch in Zukunft in kurzen Updates... Hallo Leute, hier meldet sich Sawyer bei euch mit einem News Crash, dem neuen Format auf dem Crash Academy Channel. Mit News Crash wollen wir euch regelmäßig aktuelle Infos und Updates rund um Star Citizen liefern und zusammen mit der Community... Herzlich willkommen zur Crash Flight Academy. Heute mit dem Thema Steuerhilfen und Flugmechanik bei Star Citizen. Besonders wichtig ist das Command Level Stability. Eine prickelnde Stimmung. Auf dein Wohl, Schwesterchen. Auf euer Wohl. Schwesterchen. Wir haben euch gar nicht gemerkt. Oh Gott. Hallo. Hallo. Hallo, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zurück zu unseren Star Stable Let's Plays. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 2000 Abonnenten. Das ist ja wirklich verrückt, was ihr wie da macht. Wie im Flug ist es vorbeigegangen. Oh Gott. Oh, du triffst dich nachher noch mit Angelo, oder? Seven Freak, oh, wir haben da jemanden für dich. Eigentlich müsstest du noch die Mütze halt so schräg auf dem Kopf haben. Gibt's da eine Mütze, bitte, die andersrum ist? Nee, leider nicht. Oh, bitte nicht, ey. Aber ja, mit den weißen Schuhen auch noch. Ja, das ist doch die richtige Kombo, oder? Stößchen! Willkommen zurück on the flight deck! Zurück mit Weasel und Dozer und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Schiff, der Superlative, und zwar der Constellation Phoenix. Ein Schiff, was von Wirtschaftstycoonen, Topmanagern, Börsenspekulanten, Mafiosis und ähnlichem Geschmeiß gerne genommen wird, um sich in der Galaxie fortzubewegen. Ich kann die Sterne sehen! Ja, so ist es. Brian Chambers haben wir auf jeden Fall. Todd Pappy haben wir, ziemlich coole Leute, und dann geht's weiter. Du solltest es doch nicht verraten. Verzeihung. War das jetzt ein Spoiler? Naja. Es war kein Spoiler, das war... Komm, Gessel, mach noch mal den Gamescom-Gang von letztem Jahr. Das machen wir jetzt noch mal. Wiesen, komm, begleite mich mal. Ja, genau. Du musst ja mit. Westermann hat gerade einen ganz besonderen Schwarzschildgang drauf. Achtet mal da drauf. Das ist der Gamescom-Gang. Weißt du, was du gespielt hast?
gesehen? Hast du dich gesehen? Nein, nein, nein. Das war so geil. Ah, wer schon euer Spiel drückt, der schubst. Oh. Nein! Ha. Oh. Ja, ja! Ja! Oh. Ja. So. Der ist so umgezieht, der Stick. Nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, ja, nein! Wieder ja, nein! Ja. Nein! Ja, durchgeflippt, durch deine Verteidigung geflippt. Ja, ja, pass auf. Hey, hey, du fängst aber an. Ich krieg dich jetzt. Nee. Nein! Nein! Wiesen, du bist links, oder? Ja, blau. Nein, ich bin wieder nein! Ja. Oh. Super Spiel! Ich hasse das Spiel jetzt schon. Wie heißt denn das Ding? Das ist wie so ein Pong mit Space Invaders drin. Und eine krasse Steuerung. Wahnsinnig präzise. Nein, ich bin. Ja, nein, 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 ja. Nein! 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 Oh, das ist Können, das ist Können! Das ist nur Luck, das ist Luck, das der hat. Jetzt hat er mich erwischt. Oh. Yes! No! Hä, wie? Ich hab immer nur noch einen Kill. Was ist denn das hier? War ich wirklich rot heute? Ich hab zwei Kills! Ich fass es nicht! Mit einer Cutlass! Ja, come on, Tesla Slipperschuh! Bock, 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 fuck you! Ja, so ist es. Halt durch. Und auf den Kindersitzen haben Weezen und Dozer Platz genommen. Deine Kinder sind. Fahr schneller, Mann! Sehr synchron. Ich glaube, ich spinne. Sind wir schon da? Ich hab Hunger, ich muss aufs Klo, mir ist kalt, mir ist langweilig! Was ist das hier für ein Blödsinn? Ich klebe jetzt hier irgendwo am Boden. Ich habe keinen Kopf. Das ist kein gutes Zeichen. Wie soll ich dich denn da lösen? Ich kann dich doch gar nicht erschießen hier. Ist doch verboten. Sobald du gerade bist, versuch mich mal jemand rauszuschieben aus dem Schiff, weil ich bin. Ey, das ist großartig, Sawyer. Weißt du was? Weezer hat jetzt seine neue persönliche Hymne. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Ja, jetzt habe ich euch den Blick verloren. Ah, da. Nee, ich sehe euch nicht. Ah, da. Nein, wir haben eine Freelancer, keine Retaliator. Eine Retaliator ist dieses große schwarze Ding, was vorne so spitz ist, ne? Boah, also, ehrlich. Könnt ihr dann wirklich aussehen, wo geht es hin, wo... Jetzt, sorry, die Katze. Ich muss nochmal anfassen. Ah, die Katze. Und da haben sie auch ganz viele Neuerungen gemacht. Im Hintergrund haben sie jetzt... Ja, Handelsverkehr und die ganzen... Ja, gar kein Problem, manchmal hat man das so. Wenn du so viel im Kopf hast, weißt du? So ist es ja, klar. Also sie haben Repair-Bots eingefügt und sie haben Handelsverkehr eingefügt. Das und wollte ich sagen. So ist es. Was du auch noch sagen wolltest, war die Patrouille. UEI im Hintergrund, genau. Läuft vorbei. Ich kann auf Port Olisa ballern! Nein! Er schießt auf mich! So. Mach das gern. 3, 2, 1. Aus. Genau, und damit kommen wir zum allseits beliebten Punkt der Interaktion. Das ist heute nicht Kirschkernweit spucken, sondern die Frage ist natürlich, die wir euch auf Google Plus stellen. Google Plus. Google Plus. Google Plus. Wozu ist die Polaris denn eigentlich gut? Tja, Buddelschiff oder Agrarplattform, vielleicht auch Mining oder sehr teures Transportschiff für Luxusgäste. Hat sie einen Frachtraum? Hat sie einen Swimmingpool? Kann ich meine Hall damit abschleppen? Kann ich mein Schiff damit reparieren? Diplomatenschiff würde mir noch einfallen. Kann ich damit meinen? Oder vielleicht ganz ausgefallen nochmal ein Militärschiff, es gibt ja so wenige. Ja, nee, bitte, bitte ganz eng. Nee, ein Gewächshaus mit einer Railgun hatten wir noch nicht. Hinter dir startet gerade eine Glaive. Oh ja. Das ist ja wohl ein Hammeranblick. Das ist ja wohl krass, ja. Oh, weia! What's happening? Damit steigen wir doch glatt in die Moderation ein. Zurück. Wir stehen jetzt hier in der Schlange vor dem CIG-Event und hier haben wir auch Dozer. 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 Ich klebe mir nochmal Wackelaugen auf den Hinterkopf. Echt? Ja,
All right, thank you very much. So, one last request. Our slogan for our channel is "See you on the flight deck." It's right here. Okay. Can you just say it one more, one time in the camera? Right. It would be awesome. See you in the flight deck. Thank you very much for that. Last request was again to say our slogan in the camera. It's "See you on the flight deck." Would you do that for us? Yes, that's right. So I'll see you guys on the flight deck. Thank you very much, Chris Robert. Thank you so much. Fantastic. Yeah, thank you. Bye, guys.